Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Welcome back mit diesem Wahnsinnslicht. Also dieser Regen macht so ein dunkles Licht in meiner Wohnung, aber gut, wir müssen jetzt damit leben. Ich habe heute wieder ein neues Video für euch und zwar ein Full Day of Eating. Ich zeige euch alles, was ich heute essen werde. Ich habe auch ein Rezept heute Mittag für euch parat. Und werde euch außerdem auch die Makros und Kalorien zeigen. Also ich persönlich zähle zwar keine Kalorien und schaue auch nicht auf die Makros, aber ich bin ja fast gelernte Ernährungsberaterin. Also bald bin ich damit fertig, aber habe auf jeden Fall schon das Wissen und alle Module fertig gemacht. Und kenne mich natürlich dann mit dem Thema auch sehr aus. Und dadurch, dass ich mich auch schon selbst sehr viel damit beschäftigt habe, kenne ich mich schon ja, mit der guten Makroverteilung, sage ich mal, aus. Ich möchte euch hier nur einfach einen kleinen Einblick geben, weil euch das immer interessiert, beziehungsweise sehr viele. Und ich hatte in meiner Insta-Story gefragt, ob ich beim nächsten Video die Kalorien mit integrieren soll und 80% waren für ja. Dementsprechend zeige ich euch das heute immer nach jeder einzelnen Mahlzeit. Aber als kleiner Disclaimer, bitte kopiert das nicht 1:1, weil das sind eben die Kalorien, die für mich funktionieren oder die mein Körper braucht. Und ich habe da auch keine bestimmte Makroverteilung oder sonst irgendwas, sondern esse einfach so, wie ich Lust habe und höre da auf meinen Körper. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Zum Frühstück gibt es heute Cookie Dough. Und zwar ist das Rezept aus meinem E-Book. Das habe ich ja am 1. Januar dieses Jahr rausgebracht und da sind über 70 vegane Rezepte drin. Hier ist zum Beispiel mal ein kleiner Einblick, was es da so gibt. Auch noch einen Raw Brownie Batter. Und das hier ist auch somit eins meiner Lieblingsrezepte, ein Schoko-Haselnuss-Pudding. Und zwar gibt es aktuell ein Angebot oder eine Aktion von uns Creatoren an euch. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben es vielleicht schon mitbekommen. Und zwar gibt es aktuell ein Healthy Living Bundle mit 41 E-Books, die normal einen Wert von über 700 Euro hätten. Und wir als Creator haben uns jetzt zusammengetan und stellen euch diese ganzen E-Books als ja, gebündelte Version zur Verfügung. Hier eine kleine Veranschaulichung. Ich glaube, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Und zwar heißt das Bundle Healthy Living Collection. Und wir haben uns zusammengetan und es sind über 40 E-Books, also 41 E-Books, die normal einen Wert von 740 Euro haben. Haben wir euch jetzt als Bündel zum Angebot für 29,90 zur Verfügung gestellt. Und ihr findet dort jede Menge Input. Ihr findet auch mein E-Book da drin, zum Beispiel von Marissa auch das E-Book, von Dini's Bites, zu verschiedenen Themen, nicht nur auch Rezepte, also sehr, sehr viele Rezepte. Ihr seht hier, das meiste ist wirklich gesunde Ernährung, vegane Rezepte, aber auch nachhaltiger Leben oder plastikfrei Leben und auch viele Bodypläne und Resets-Guides, also perfekt für eigentlich den Start ins neue Jahr. Und das Ganze kostet 29,90. Die Aktion ist limitiert und gilt nur bis zum 2. Januar. Also falls ihr da zuschlagen möchtet, dann müsstet ihr jetzt schnell sein, weil so ein Angebot findet ihr wirklich ja, sehr, sehr selten, beziehungsweise ihr wisst auch nicht, wann sowas mal wieder kommt. Und falls ihr jetzt Interesse habt, dann packe ich euch den Link einmal in die Videobeschreibung zum direkten Kauf. Das hier sind auf jeden Fall die Zutaten, die wir brauchen. Und zwar Banane, Kichererbsen, Zimt, Kakaonibs oder Schokodrops, dann Vanilleproteinpulver, ich benutze das von Vivo, optional Maca-Pulver, wisst ihr, mich überall mit rein und dann noch eine pflanzliche Milch, ich benutze hier Hafermilch. So sieht das jetzt aus, wenn das einmal durchgemixt wurde. Also die Konsistenz ist richtig, richtig cremig und auch so ein bisschen fluffig. Eben perfekt wie ein gesunder Keksteig. Und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Ich habe noch einen geschnittenen Apfel dazu gegeben, Blaubeeren und das Ganze mit Kakaonibs getoppt. Man könnte den natürlich auch ein bisschen in den Teig reinmischen, aber ich mag das, dass es dann so ein bisschen crunchig ist. Bezüglich der Nährwerte, die stehen tatsächlich auch im E-Book drin, allerdings ohne Toppings, deswegen zeige ich euch das jetzt gleich nochmal mit. Also die Portion ohne Toppings hat 431 Kalorien, 42 Gramm Kohlenhydrate, 35 Gramm Protein und 10 Gramm Fett. Und mit Toppings sieht das Ganze so aus. Ich benutze übrigens Livesum, um das Ganze zu tracken.
Und hier habe ich alles aufgelistet. Apfel, Banane, Blaubeeren, eben alle Zutaten und die Toppings. Und dann kommen wir auf 617 Kalorien und können hier auch noch in die Makroverteilung gehen. 38 Gramm Protein, 89 Gramm Carbs und 9 Gramm Fett. Ich sehe jetzt nur gerade, dass hier der Fettanteil ein bisschen variiert, weil ich im Rezept Mandelmilch verwendet habe und jetzt hier Hafermilch. Deswegen hat das jetzt weniger Fett als im ursprünglichen Rezept angegeben. Und ja, das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall zum Frühstück schmecken. Übrigens, keine Sorge, die Kichererbsen schmeckt man absolut nicht raus. Das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Dazu nehme ich jetzt übrigens auch direkt meine Supplements, damit ich es nicht vergesse. Einmal von Vivo Omega-3 und B12. Das sind so flüssige Tropfen, die man einfach unter die Zunge gibt. Und ja, da muss man keine Tabletten schlucken für diejenigen, die das nicht so gerne mögen. Für Vivo ist übrigens auch der Link mit einem Rabatt immer in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Dann nehme ich ja die Sleen Basics, das sind ja, spezielle auf die Haut ausgerichtete. Hier seht ihr einmal die Übersicht, was da alles so drin ist. Also auch Vitamin D, K, Zink, Selen, Jod, Eisen, Magnesium, Calcium. Also einfach so ein Vitaminkomplex. Und dann nehme ich immer noch Magnesium, weil ich ja auch sehr viel Sport mache, von Sunday Natural. Genau, die nehme ich jetzt einfach zum Frühstück dazu. Zum Mittagessen habe ich mir überlegt, gibt es heute Gemüsetada, die ich selbst machen werde. Und zwar brauchen wir dafür einmal eine geraspelte Zucchini oder halt Gemüse eurer Wahl. Ich verwende jetzt diese hier, da könnt ihr euch ja dran orientieren. Dann Erbsen, ich habe hier 100 Gramm verwendet. Dann zwei gegarte Kartoffeln, etwa 300 Gramm. Könnt ihr auch mit Süßkartoffeln machen zum Beispiel. Da habe ich auch ein Rezept mit Süßkartoffel-Brokkoli-Taler in meinem E-Book. Die habe ich jetzt hier einfach in der Mikrowelle gegart. Dann brauchen wir ein Mehl. Ich benutze Kichererbsenmehl. Das hat dann noch ein bisschen mehr Protein, aber ihr könnt auch Hafermehl zum Beispiel verwenden oder ganz normal Dinkelmehl, Weizenmehl, wie auch immer. Und dann eigentlich auch nur noch Gewürze. Ich habe hier Kurkuma und Curry und natürlich Salz und Pfeffer. Und so sehen jetzt die fertigen Taler aus. Ich habe jetzt noch Avocado dazu gegeben, damit ich die so ein bisschen reindippen kann. Und das ist eigentlich so ein richtig untypisches Mittagessen für mich. Aber aktuell im Winter crave ich super, ja, was heißt komische Sachen, ist ja nichts Komisches. Aber normal im Sommer habe ich immer so Avocado-Brot und sowas Leichtes gerne gegessen. Und jetzt hier im Winter esse ich super gerne sehr viel Gemüse zum Mittagessen. Und dann können wir auch hier wieder noch in die Übersicht gehen. Das Ganze hat 535 Kalorien. Hier habe ich wieder alles eingetragen, beziehungsweise das habe ich jetzt nur so standardmäßig eingetragen. Das waren jetzt 90 Gramm. Habe ich extra alles für euch abgewogen, damit es auch genau passt. Und hier noch die Makroverteilung, 19 Gramm Protein. Dadurch, dass wir Kichererbsen hier verwendet haben und durch die Erbsen. Und Gemüse hat ja allgemein auch Protein. Dann 77 Gramm Carbs und 16 Gramm Fett. Und das wäre mein heutiges Mittagessen. Dinner Preparations. Es gibt natürlich, wie könnte es anders sein, eine Bowl. Und zwar ist hier schon mal ein bisschen was geschnippelt worden. Einmal Gurke, dann für ein paar gesunde Fette gibt es eine halbe Avocado. Und als Proteinquelle mein geliebter Lupinen-Tempeh von der Tempeh-Manufaktur. Den gibt es im Biomarkt und der ist eben aus fermentierten Lupinen gemacht. Normal wird Tempeh ja aus fermentierten Sojabohnen hergestellt. Und der hat hier eben dann noch so Kräuter. Und der ist mega, mega lecker. Da esse ich übrigens immer die ganze Packung. Das sind 170 Gramm. Und hier im Ofen ist gerade schon Hokkaido-Kürbis, der da bei 200 Grad, wie nennt man das? Gart? Backt? Genau. Der braucht aber noch ein bisschen. Ach so, und dazu gibt es noch Tahini. Das ist jetzt auch
eins, was ich noch nie probiert habe. Also von Koro habe ich das öfter schon gehabt, aber ich hatte da ein schwarzes und ich hatte eigentlich immer das helle, aber jetzt ist es hier so ein dunkles. Bin ich auch mal gespannt, wie das schmeckt. Jetzt ist auch der Kürbis fertig und kann aus dem Ofen rausgeholt werden. Ich mache den übrigens immer einfach so in den Ofen, also ohne Öl, ohne alles, auch ohne Gewürze. Natürlich kann man den auch würzen vorher, aber ich liebe den tatsächlich einfach so plain. Und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Das lasse ich mir jetzt hier im Wohnzimmer auf meiner Couch schmecken. Ein bisschen traurig heute tatsächlich, weil ich nicht mal irgendwie Blattspinat oder sowas habe, was ich normal immer als Base nehme. Aber ist trotzdem gut. Ich habe übrigens noch Pilze, wie nennt man es, geaddet, hinzugefügt. Ich habe obendrauf eben, wie gesagt, noch das Tahini gegeben und dann noch Hanfsamen und das Ganze natürlich noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ja, und das ist ein super einfaches Dinner, aber auch super lecker. Dann kann ich euch hier wieder noch die Makroverteilung zeigen und die Kalorien. Also die ganze Bowl hat 772 Kalorien. Hier habe ich wieder alles eingefügt. Kürbis, Avocado, Champignons, Gurke, Hanfsamen, Tempeh und Tahini. Und dann hier noch die Makroverteilung. Wir haben 45 Gramm Protein, was eben hauptsächlich durch den Tempeh kommt, aber auch durch die Hanfsamen und durch Tahini. 62 Gramm Carbs und 35 Gramm Fett. Genau, und das wäre das Abendessen. Wir haben jetzt übrigens 19.09 Uhr, falls euch auch die Uhrzeit interessiert, wo ich das Ganze zu Abend esse. Zum Nachtisch gibt es heute einen Proteinriegel und zwar von Flora Nutris. Ich habe heute tatsächlich gar nicht so Hunger auf Nachtisch. Normal mache ich mir immer einen richtig großen Nachtisch. Aber heute habe ich große Mahlzeiten gegessen, deswegen gibt es heute hier nur den Riegel. Der hat 170 Kalorien und ist auch mit Süßungsmittel, also ohne zugesetzten Zucker und hat 11 Gramm Protein. So sieht er aus, also richtig nice, richtig crunchig und mit Schokolade und umhüllt. Und da sind sogar auch so Kakaonips obendrauf. Also genau nach meinem Geschmack. Und zum Abschluss gibt es jetzt noch meine geliebte heiße Schokolade mit aufgeschäumter Haselmilch und mit Zimtgeschmack. Das Rezept habe ich auf Instagram geteilt und in den Story Highlights gespeichert. Und dann kann ich euch noch den kompletten Tag zeigen. Und zwar habe ich gegessen 2324 Kalorien, 265 Gramm Carbs, 117 Gramm Protein und 79 Gramm Fett. Hier seht ihr auch einmal die Verteilung, wie das ist. 47 Gramm Kohlenhydrate, 21 Gramm Protein und 32% Fett. Genau, hier ist das dann alles nochmal aufgesplittet. Da sind auch zum Beispiel gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, wie viel Zucker. Also ich habe ja natürlich auch viel Obst gegessen, deswegen Fruchtzucker, Ballaststoffe 65 Gramm, Sodium bzw. Salz und sowas. Also das ist schon sehr detailliert aufgeschrieben. Und das ist, wie gesagt, die Live-Sam App. Somit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar neue Inspirationen mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das supportet mich und meinen Kanal und falls ihr generell mich noch nicht hier abonniert habt auf YouTube, dann würde ich mich natürlich auch noch sehr über ein Abo freuen. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle, jeden Mittwoch um 18 Uhr. Diejenigen, die mich regelmäßig verfolgen, wissen Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann ja entweder hier auf YouTube wieder oder in meiner Insta-Story, wo ich jeden Tag ja, aktiv bin und Content hochlade.